Schönen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu No Man's Sky. Wir sind hier immer noch in der Raumbasis und ja, wir müssen uns eigentlich mal entmüllen. Ich wurde natürlich netterweise von euch darauf hingewiesen, dass ich natürlich die Wirbelwürfel noch verkaufen wollte. Ja, natürlich wollte ich das. Hatte aber auch in der letzten Folge gesehen, so dass wir schon zeitmäßig schon relativ weit drüber waren. Insofern mache ich das dann in dieser Folge. Ja, schauen wir doch einfach mal nach oben. Wir wollten sowieso mal gucken, auch, ich weiß gar nicht, war das jetzt hier ein Viking-System? Ich glaube, ne? Müssen wir mal gucken. Dass wir die hier vielleicht schon mal ein bisschen, wir haben ja dort 3 von 4, das heißt, uns fehlt immer noch ein Punkt oder eine Verbesserung. Ja, was ist eine Verbesserung? Halt ein Levelaufstieg für Ansehen, um dann letztendlich in der Story weitermachen zu können. Ja, ist ja gut, wir sind ja da. Oh, hier sind ein paar Viking, das ist gut. Und ich wurde darauf hingewiesen, dass ich es leider versäumt habe, bei den Korvaks mal nach diesem Geländebau-Tool zu gucken. Stimmt, habe ich einfach nicht dran gedacht. Ist jetzt aber auch jetzt nicht so maßgebend. Also ich denke mal, wenn wir da tatsächlich mal so ein, zwei Systeme abklappern, dann sollten wir dieses Geländetool auf jeden Fall finden. Wir brauchen es ja auch noch nicht so dringend. Ich meine, wir hätten es vielleicht eher brauchen können, als wir diesen großen Frachter gefunden haben. Da hätten wir das wahrscheinlich eher gebraucht, aber naja, gut. So, es hat irgendwas was zu trinken? Auch nicht? Nee, gar nicht. So, was können wir mit dir machen? Können wir dich... Eindringling, Viking, Eindringling. Ja, das kennen wir ja alles schon. So, mal gucken, was willst du? Der Krieger seufzt, als ich in seine Nähe komme. Er stößte den Happen zu... Was? Den Happen? Den Happen zur Seite, mit dem er beschäftigt war und starrt mich mit großer Ungeduld an. Entschuldigung. Scheint über meine Entschuldigung verärgert zu sein. Er wirft einen Teil seines Essens auf mich, als ich gehe. Okay. Eigentlich wollte ich nur seine Hilfe haben, aber naja, gut. So, haben wir noch irgendwelche Artefakte dabei? Wir haben noch ein Giga-Amulett, da haben wir sogar 3 Stück von. Das ist sehr fein. Und wir müssten doch eigentlich noch ein Viking-Dolch haben. Genau. Da sollten wir vielleicht weiterkommen. Mit ihm machen wir erstmal... Wollen wir erstmal gucken. Ich hatte auch in der letzten... Ich hatte auch in der letzten Folge geguckt, bei welchen Rassen wir noch ein bisschen rumschleimen müssen. Aber ich habe das kriegt das jetzt nicht gerade nicht mehr auf die Kette. Wir können doch gleich nochmal gucken. Als ich genau hinsehe, entdecke ich, dass der Geek durch seine Haut eine schmierige Substanz absondert. Das Öl bedeckt seinen Körper und tropft in seine Ritzen und Spalten. Ja. Es riecht süßer, als ich gedacht... Ja, ich... Nee. Na, ich will das gar nicht wissen, wo das hinkriegt und wonach das riecht. Das, vielleicht sollte ich den Geek seine Privatsphäre lassen. Ja, da würde ich drum bitten. Anstarren. Ja, ich gehe einfach. Ich lasse die Gegend in Ruhe, wie alle haben. In dem Moment ein Recht auf Privatsphäre. Ja, was für Öl das ist und wo das hinläuft, wo das rauskommt, das will ich alles gar nicht wissen. Das sind so Sachen. Nee, komm. Ach, ekelhaft. So. Krieger. Ja, tot. Der Krieger blickt von einem Bildschirm voller blinkender Alarmleuchten auf. Er blackt. Soll das wirklich? Er bleckt seine Zähne in meine Richtung und hebt vor kaum zurückhaltendem Zorn und bebt vor kaum zurückhaltendem Zorn. Es ist deutlich, dass meine Anwesenheit hier kaum geduldet ist. Seine Hand greift zur Waffe. Um Hilfe bitten. So, du willst doch sicher ein Viking durch. Du willst ein Viking durch haben. So siehst du aus. Eindringlich, ja, bla 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 bla. Der Krieger scheint etwas tot. Was? Etwas tot sehen zu wollen. Okay. Glücklicherweise bin das im Augenblick offenbar nicht ich. Viking-Dolch, das ist geil, das machen wir gleich. Hilfe mal einen Dialekt bitten, das brauchen wir nicht, aber wir nehmen ihn auf jeden Fall ein Dolch, geben wir ihm. Sehr geil. Dies habe ich doch gesagt, dass er nach Dolch aussieht. Wunderbest. Nimm dein Geschenk dankend an. Ja, das ist kein Thema. Dein Ansehen, meine Viking, hat sich verbessert, das ist gut. Wir brauchen nur... Jetzt habe ich das gerade nicht gelesen, nicht Troll. Stand da jetzt gerade irgendwas, dass die Mission sich aktualisiert hat oder so? Müssen wir mal gucken. So, wir haben noch Geek-Amulette, da machen die natürlich nichts mit. Da bringt uns jetzt gar nichts, wenn wir mit den Jungs hier quatschen. Obwohl, doch, machen wir einfach mal. Wir machen es einfach mal. Vielleicht können wir da nochmal den einen oder anderen Level vielleicht nochmal machen. Die Lebensform scheint die Konversation offen zu scheint für Konversation offen zu sein. Mein Gott. Nach dem Weg fragen.
Der will auch ein Viking durch haben, habe ich leider nicht. Was brauchen wir dafür für diesen Viking-Dialekt hier? Zeig doch mal an. 20 Modit. Habe ich natürlich nicht. Das heißt, nach dem Pick fragen. Weggehen, wir gehen einfach weg. Ich verabschiede mich von dem Viking. Ja, das war der Plan. So, guck mal hier. Das Missionsziel, das könnte, da muss ich mal gucken, das könnte auch ein anderes Missionsziel sein. Ah, wir haben es aber erreicht, guck mal. Das ist nämlich jetzt markiert. Die Lebensform besuchen und dich auf der Sternenkarte markieren. Die Lebensformen in diesem System sollten Artemis-Karte analysieren und deine Position genau bestimmen können. Okay. Das ist ja geil, dann können wir gleich mal luschern. Jupp. So, wunderbar. Dann können wir ja schon mal ein bisschen gucken. Das Missionsziel ist in einem anderen System. Rufe im Weltraum X auf. Das werden wir tun. Würde ich nur hoffen, dass es nicht allzu weit weg ist. So, noch ein bisschen Gas geben. Ist alles voller Schiffe, ist ja ekelhaft. So, achso, X soll wir aufrufen. Ich erschrecke mich jedes Mal, wenn das passiert. So, du bist hier, das weiß ich. Bin ja da. Ist das schon? Ne, das ist ja Atlas hier, ne? Was ist das? Besuchte Lebensform. Da sollen wir jetzt hin, ja? Ist das richtig? Nicht, dass wir da ganz umsonst hin porten, aber das müsste es eigentlich sein. Da. Besuchte Lebensform warpen können wir machen. Dominante Lebensform Viking. Konstruktion. Waren wir da schon mal? Uivuli? Ich meine, Uivuli waren wir schon mal, ne? Ich meine, Uivuli waren wir schon mal. Und wenn nicht, passt das auch. So. Gesuchte Lebensform gefunden. Ja, es war ja auch nicht so schwer. Wurde mir ja angezeigt. Eigenschaft freigeschaltet. Rumpfschaft freigeschaltet. Odyssee im Weltraum. Das ist auch ein schöner Folgentitel. Odyssee im Weltraum. Okay. Wir müssen... Ankunft. Ein Tag. Sollen wir... Ankunft. Wo sollen wir jetzt... Ne, da ist ja das Ausrufezeichen. Da muss er hin. Irgendwie kommen wir... Waren wir hier nicht schon mal? Irgendwie kommt mir das... Ja, von dir entdeckt steht doch da groß und breit. Oh nein. Ja, vielen Dank. Oh, können wir uns vielleicht noch gerade so fliehen? Wertvolle Fracht gefunden. Warpzelle. Ja, ihr seid aber auch Kekse, du echt. Auch gleich vier sind wir so nicht ganz dicht. Brennt euch der Helm oder was? Ja. Die ballern uns ja gleich. Ballern uns doch gleich runter, die kleinen Spassemacken. Das finde ich ja äußerst ungeil. Ja, Schild aktiviert. So wird das ja auch recht witzig. Aber die sind ein bisschen schwächer, die Schiffe. Bringen mir jetzt aber herzlich auch gerade wenig hier. Na komm, na komm. Ah. Das sind schwächere Schiffe, aber ich konzentriere mich gerade momentan eher auf das... auf das Schild, das ist mein Fehler. Nein, X... Nein, ich habe doch gerade noch gedrückt, ey, das ist auch scheiße. Mit diesem schnellen Wechseln, das ist so Müll, ist das. Ja, natürlich ist es beschädigt, ist klar, was soll es auch sonst sein? Oh, ärgert mich, so ein Scheiß, ey. Ja, vor allem dieses tausendmal rumgeklicke, das nervt mich momentan so ein bisschen. Ich würde ja auch ganz gerne... Ich würde ja auch ganz gerne einfach so ein Hotkey basteln, weißt du? Ich habe ja hier so ein Logitech G13. Da kann ich ja auch Hotkeys programmieren. Das ist ja nicht das Problem. Bringt mir nur nicht viel, weil ich kann natürlich jetzt sagen, so hier,
Ich gehe jetzt zwar in das X-Menü, aber das X-Menü variiert ja. Ne? Variiert ja, genau. Variiert ja. Und, achso, warte mal, ich habe hier, glaube ich, keinen Treibstoff mehr. Dann habe ich noch ein bisschen für den Impuls. Deswegen holen wir noch ein bisschen Eisen. Und das finde ich so assi. Weißt du, weil da kannst du nichts programmieren. Da musst du wirklich davon ausgehen oder Glück haben, dass das Schema immer das gleiche ist, dass du sagst, so hier, jetzt drücke ich einmal nach links, ich drücke einmal nach rechts, ich drücke dann die Taste, dass man da vielleicht mal einen Hotkey oder sowas hinbekommt. Naja, gut, da muss ich mir immer über die Programmierung mal Gedanken machen. Vielleicht fällt mir da was Grandioses ein. Naja, dann kommt das natürlich dazu, dass wir noch ein beschissenes Schild haben. Das ist auch noch so bescheiden. Aber dass da nun gleich auch vier von den Spassemacken kommen, das war natürlich auch wieder nicht zu erwarten. Was haben wir jetzt überhaupt noch? Wir haben uns natürlich wieder alles weggenommen, ne? Ich weiß nicht, was da noch rumliegt hier beim Grab. Eigentlich dürften ja hier Warp-Antriebe oder sowas ja eigentlich nicht liegen. Würde ja irgendwie herzlich wenig Sinn machen. Das wird sich ja... Das werden sich alles diese Piraten geschnappt haben, die kleinen Schweine. Halt! Ob da Lichter sind? Doch, das ist ein... Bob. Nee, das ist doch da. Ich finde das... Ich meine, ich finde es super, dass ich die wiederbekomme. Ne? Ich will nicht meckern. Aber eigentlich macht das dann hier die Piraten eigentlich ziemlich unnütz. Weil ich komme wieder. Piraten sind weg. Ich habe mein Material wieder, was ich verloren habe, in Anführungszeichen. Und dann ist alles wieder gut. Macht ja insofern auch nicht viel Sinn. Weil dann müsste man schon sagen, okay, pass auf. Warte mal, ich muss das mal aufladen. Pass auf, so hier, die Piraten haben dich überwältigt. Alles klar, das heißt, die haben dir da halt deine Warpzellen kaputt gemacht oder haben die mitgenommen oder... Und so weiter und so fort. Das würde ja eigentlich mehr Sinn machen. Mir ist es egal, aber... Mir ist es im Endeffekt egal, aber von der Sinnhaftigkeit. So, egal. Wir fliegen jetzt erstmal zu unserer gesuchten Lebensform. So weit weg war er dann ja anscheinend gar nicht. Ich dachte so, wir hätten... Die letzte Mission von dieser Story wäre, dass wir erstmal nochmal 85 Mal warpen müssen, bevor wir ihn letztendlich wiederfinden. Und wenn er gleich um die Ecke wohnt? Naja gut, dann ist es ja nicht so dramatisch. Hatte er nicht gesagt, er war auf einem Planeten, der so ein bisschen... der irgendwie in Dunkelheit ist und wo er nichts sieht und keine Ahnung und wo er nicht wegkommt und finde deine Position, besuche, danke. So, irgendwie müssen wir hier mal so ein bisschen, nee, eigentlich, wir müssen da glaube ich so ein bisschen mal kurz drehen. Ich glaube, wir gleiten da jetzt mal eben hin, diese 1 Minute 20. Besuche Lebensformen und frage sie nach deiner Position. Besuche Lebensformen und frage sie nach deiner... Ach so. So läuft das. Okay. Besuche Lebensformen und frage sie nach deiner Position. Ja, jetzt verstehe ich es auch. Finde deine Position. Mhm. Schauen wir mal. Das ist natürlich die Frage, wen wir jetzt hier interviewen sollen, wo wir uns denn rumtreiben. Ist aber auch, ich meine, naja. Wir können alles Mögliche abscannen, dann müssten wir doch eigentlich auch scannen können, wo wir uns rumtreiben. Warte, halt, was war das hier gerade? Da leuchtet das gerade so komisch. Ach so, das ist aber kein Schiff oder so, ne? Nein, nur ein bisschen Technologie, na gut, dann drehen wir wieder ab. Wir könnten natürlich Nenner jetzt mitnehmen, ist mir vollkommen bewusst, aber nein. Können wir später irgendwann machen. Noch 30 Sekunden. Gucken, wen wir da jetzt antreffen. Ist das dann wieder so eine... Ja, so eine Monsterantenne? Oder ist da... Oder sollen wir da nachher diese Außerirdischen fragen? Mal gucken. Frage ist ja auch, ob man die eigentlich Außerirdische nennen darf. Weil wir waren ja selber offensichtlich ja nie auf der Erde oder so. Das ist ja... Ich glaube nicht, dass es hier sowas wie Erden oder sowas gibt. Also kann man ja nicht außerirdisch sagen. Das bezieht sich ja auf die Erde. Nein, nicht! Sag mal, wird sich verarschen? Wozu drehe ich denn nach oben? Komm, jetzt drehe ich mal ein bisschen. Nein. Und jetzt... Ah, jetzt aber. Sind doch hier, glaube ich, auch richtig, ne? Oder? Ja, da unten ist auf jeden Fall jemand.
Ach so, die. Ja, nee, das war doch der. Das war das nicht der. Genau, das war doch der Viking. Genau, das war doch der Viking, der uns das sagte. Ja, hier, nee, du musst erstmal ein bisschen ableveln. Das war der. Deswegen waren wir auch schon mal hier. So rum war das. Genau, das war ja mal so ein Viking. Richtig. Man gibt mir doch was zur Sonne jetzt hier. So, bist du zufrieden? Brigadier Ottobord. So, als sich mich der Lenzform nähere, spuckt sie in die Hand und verbeugt sich. Es ist nur ein Geräusch zu vernehmen. Grah, ich weiß nicht, ob Artemis-Übersetzer funktioniert. Sternsysteminformation erbitten, spucken und vor der Lebensform verbeugen. Der Körper der Lebensform fängt zu zittern an, sie fletscht ihre Zähne. Das ist, ja. Ich spucke aus und verbeuge mich, die seltsamen Bewegungen der Lebensform nachahmend. Sie schreit, zückt einen Dolch aus dem Holster an ihrer Seite und schlitzt sich die eigene Handfläche auf. Ja, super. Sie lacht mir ins Gesicht und reicht mir den Dolch. Oh, nee. Naja, sieht wohl so danach aus, als wenn wir das auch machen müssen. Grimassenschneiden führe ich den Dolch über meine eigene Handfläche. Ein wenig Blut tritt aus meinem Exoanzug. Das Loch versiegelt sich sogleich. Mein Verhalten scheint der Lebensform zu gefallen. Ich kann ihn auch ins Gesicht pinkeln. Vielleicht gefällt ihm das auch. Eindringling hat es wirklich getan. Glaubt, er sei ein Viking. Glaubt, er sei ein Krieger. Was willst du, erbärmlicher Eindringling? Yeah. Die Lebensform Artemis. Ich bitte Lebensform, die Sternenkarte zu entschlüsseln und eine Route zu Artemis Position zu finden. Eine Route, siehst du, da geht's mir schon los. Was ist das für ein Schwachsinn? Diese Position gibt es nicht, sonst würde die Viking davon wissen. Könnte ihm ein Fehler unterlaufen sein, Danke sagen und gehen. Ja, nö, hier. Die Andeutung, dass der Viking beim Analysieren der Sternenkarte einen Fehler gemacht haben könnte, schmeckt ihm gar nicht. Er schreit nur noch, tot, tot. Ich entschuldige mich und gehe. Sind wir genauso schlau wie vorher auch. Es ist also eigentlich vollkommen egal, was du hier anklickst, bekommst du sowieso die gleiche Antwort. Missionsziel aktualisiert. Können wir ihn noch irgendwie anquatschen? Passiert da noch was? Achso, okay, dann wiederholt das nur. Danke sagen und gehen. Da siehst du, es kommt eigentlich nichts zu danken, verschwinde. Toller Übersetzer, der hat uns jetzt auch richtig weitergeholfen. So, na gut, okay, wir müssen jetzt ganz woanders hin. Was haben wir hier noch? Was zeigt er da an? Handelsposten. Achso, das ist der hier. Handelsposten. Dann haben wir da oben noch eine Ruine, 9 Stunden. Muss ich jetzt nicht zwingend haben. Was ist das da hinten eigentlich? Da in 11 Stunden sollen wir da etwa auch hin? Kehre in den Weltraum zurück und tritt mit Artemis in Kontakt. Ja, das können wir gerne machen, aber mich würde mal interessieren, was die anderen Sterne da zu bedeuten haben. Es kann ja auch sein, dass es einfach nur andere Handelsplattformen sind, dass wir da die Möglichkeit haben, eben alle mal zu fragen. Ich werde das mal ausprobieren. Das interessiert mich jetzt. Und das interessiert mich jetzt, was das hier für... Was ist das für eine Ankunft? Das ist 3 Tage. Ich glaube, so lange wollen wir nicht warten. Ich werde mal kurz ins Weltall hochdüsen. Und dann... Eingehen Nachricht. Ja, gut. Ja, gut, komm denn. Dann machen wir das. So, F. Machen wir das als erstes. So, da bist du ja. Genau, da bin ich. Ich glaube, ich habe eine Anhöhe gefunden. Wenn du da ankommst, folge ich mit einem Multiwerkzeug in die Luft, um meine Position zu markieren. Was ist los? Warum sagst du nichts? Weil du mich verarscht hast. Erzähl, was passiert ist. Ich erzähle Artemis, dass die Einheimischen die Sternenkarte nicht entschlüsseln konnten. Die Außerirdischen behaupten sogar, dass diese Sterne nicht existieren würden. Das ist unmöglich. Ich kann nicht so weit vom kartografierten Teil des Weltraums gereist sein. Du hast mein Schiff gefunden. Sagt die Einheimischen hätten Unrecht. Fragen, wie Artemis hergekommen ist. Sagt die Einheimischen hätten Unrecht. Ja, da gehe ich von aus. Fragen, wie Artemis hergekommen ist. Ich frage erstmal, wie er hergekommen ist. Während ich spreche, wird die Leitung von einem Rauschen gestört. Artemis schaut panisch zu den Sternen auf. Okay.
Die Sterne, sie haben sich verändert, seit ich die Karte angefertigt habe, sind teilweise verschwunden. Mhm. Wie ist das möglich? Was passiert mit mir? Ich muss weg von hier, ich muss. Zuerst ist es kaum hörbar, aber es ist da unverkennbar und wird mit jeder Sekunde lauter. Ein Geräusch hinter seinen Worten, ein Geräusch, als könnte man Glas schreien hören. Fragen, was passiert ist. Artemis trösten. Nichts sagen. Ich würde mal sagen, erstmal fragen, was passiert ist. Sie kommen mich holen. Ich kann sie riechen. Ich kann sie sehen, riechen. Naja, es war es gleich. Ich habe die Glyphen zu einem Portal entdeckt, Reisende. Es ist eine Pforte zwischen den Welten. Ich dachte, ich würde jemanden meiner Art finden, aber jetzt, ich weiß nicht einmal, ob die Stimme echt war. Der Weg ist eingestürzt, als ich noch drin war. Ich habe diesen Ort in der Dunkelheit gefunden. Ich dachte, es wäre ein Planet. Ich lag so falsch. Ich kann ihre Gesichter sehen. Ich sehe Samen aus Glas in ihren... Ja, ich will das gar nicht wissen. Nach Glyphen fragen. Sie sind weg. Meine Daten sind... Ich wollte nur Welten entdecken. Ich wollte andere Reisende finden. Ich wollte nicht mehr allein sein. 16. Dein Gesicht getragen ist bitte noch nicht. Ich bin nicht, ja. Das Signal bricht ab. Während es weiterhin knistert, höre ich einen Namen durch das Rauschen hindurch. Apollo. ID registrieren. Meinen Holoterminus wurde eine Frequenz für Apollo hinzugefügt. Also ich schätze mal, dass unser Artemis wahrscheinlich selber durch so ein Portal gereist ist, aber das würde dann, ich weiß nicht, wie das dann halt den Absturz seines Schiffes dann irgendwie rechtfertigen könnte, dass er vielleicht durch so ein Portal gegangen ist und vielleicht selber da irgendwie eben jetzt nicht mehr weiß, wo er ist oder deswegen halt der Aufenthaltsort nicht wirklich bekannt ist oder irgendwie sowas. So, jetzt wollen wir irgendwo wieder hin. Da sollen wir nicht hin. Irgendwo soll doch jetzt oder doch nicht oder mal X gucken. Ist ach so, mit C die Umgebung scannen. Holo Terminus. Er kann ja eigentlich nur hier sein. Ist es nicht der einzige Planet hier? Meine ich doch. Holo Terminus. So, dann 2 Tage. Vielleicht sollen wir ein bisschen höher fliegen, damit wir dann schneller auffliegen können. So. Geist einer Maschine. Aktiviere den Holoterminus. Ja, das werde ich noch tun. Ich muss erst mal hinkommen. So. Also am Einschneisen hier. So, sind auch gleich da. Holoterminus. Aber siehst du, das habe ich ja schon gedacht, zur Route berechnen, wenn wir da mal nicht noch durch zig Sonnensysteme reisen müssen. Das sehe ich schon kommen. Und erst nachher letztendlich... Okay. Letztendlich ist es sein von Artemis, dieser Story-Part, das ist letztendlich so diese Einführung der Portale. Also quasi ein gespieltes Tutorial wäre vielleicht jetzt ein bisschen zu herablassend, aber ihr wisst, was ich meine. Grab. Mist, da waren wir doch schon. Nicht dieser Planet. Aber da hatten wir was vergessen einzusammeln. Ach, ist auch egal. So, müssen wir erstmal wieder zum nach oben kraxeln. Oh, Leiter. Chip. So. Chip. So, und wo ging das? Da ging es nochmal nach oben, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, hier ist es. Aber muss, wenn ich noch irgendwie wieder irgendwas sammeln auf dem... Ach, irgendwas war doch da. Holoterminus aktiviert, mehrere Signalquellen verfügbar. Das ist schön. Der Turm verfügt über einen mächtigen Sender, darauf ausgelegt ist, holographische Kommunikation über große Distanzen zu ermöglichen. Auf Apollo einstellen. Signalübereinstimmung erkannt.
Huch, wer ist er denn? Hallo? Das ist interessant. Wer bist du denn? Achso, Apollo bist du. Ja, das macht natürlich Sinn. Apollo, kann ich immer so durchlatschen? Apollo! Interagieren! Holoprojektion! Bitteschön. Die Übertragung ist still, der Fremde starrt mich einfach nur an. Apollo grüßen, das Starren erwidern. Ja gut, wir können uns jetzt auch hier halb tot starren, ich werde dich mal grüßen. Mal winken oder so. Hallo! Identifiziere dich, sonst beende ich diese Übertragung, weißt? Sagen, dass du ein Freund von Artemis bist, sagen, dass du ein Reisender bist. Wir sind ein Freund von Artemis. Nein, bist du nicht. Bin ihm diskutiert. Was? Du kannst behaupten, was du willst, aber du kannst die Wahrheit nicht verbergen. Freund ist nur eine Bezeichnung, ein Vorwand, damit man sich nicht mehr so einsam fühlt. Warum hast du mich überhaupt kontaktiert? Steckt Artemis dahinter? Ich habe meine Meinung nicht geändert. Es ist mir egal, ob ein Traum sagt, dass wir reisen. Ein Traum? Es ist mir egal, ob ein Traum sagt, dass wir Reisende wären. Ich treffe mich, wenn ich dafür bezahlt werde. Diese Konversation ist auch nur eine Verschwendung wertvoller Arbeitszeit. Sagen, dass Artemis in Schwierigkeiten ist. Ich sage Apollo, dass Artemis in Schwierigkeiten steckt, dass er ein Portal benutzt hat und auf einer weit entfernten, unbekannten Welt außerhalb des Holoterminus-Netzwerks gestrandet ist. Apollos Verhalten verändert sich. Die Nachrichten scheinen ihn zu beunruhigen. Okay. Sende mir deine Datenprotokolle. Ich will das mit eigenen Augen sehen. Das Protokoll hochladen. Apollo untersucht das Protokoll, indem er das Rauschen und die Verzerrung immer wieder anhält und von vorne abspielt. Es dreht sich aufgeregt zu mir. Diese Geräusche klingen genau wie die Echos von Vorfällen mit Wächtern. Du hast sie natürlich schon gesehen. Wenn du ihren wertvollen Planeten zu nahe kommst, tauchen plötzlich aus dem Nichts Drohnen auf. Aber diese Daten sind verfälscht, verkehrt. Die Valkyrien werden uns fürstlich entlohnen, wenn wir herausfinden, wie die Wächter so schnell auftauchen können. Und diese Aufzeichnung von dir, die Portale, vielleicht sind sie der Schlüssel. Andeuten, dass das Leben mehr wert ist als Geld? Stand da doch eben, ne? Zustimmen. Hier. Du machst dir um Artemis Sorgen? Das musst du nicht. Wenn wir dieses Rätsel lösen, können wir ihn retten. Ja, genau, das sagst du jetzt so. Also, was sagst du? Sollen wir bei dieser Sache zusammenarbeiten als Partner? Ja gut, ich meine, ablehnen werden wir es wahrscheinlich eh nicht können. Also sage ich erstmal ja, oder? Ich meine, wenn er sagt, wir können ihm auch so oder so helfen, auch wenn wir eine Menge Geld machen. Also ich glaube, so zwei Fliegen mit einer Klappe, das kann man auch mal machen. Akzeptieren, ich mach das einfach mal jetzt. Ist ja egal. Deine Ausrüstung muss in einem guten Zustand sein, wenn du mit mir zusammenarbeiten willst. Du solltest da draußen ja nicht sterben. Zumindest noch nicht. Ja, da wissen wir auch gleich, was es für ein Knilch ist. Du findest noch die Taufen in verlassenen Gebäuden und beschädigten Maschinen. Das hat schon eine gewisse Ironie. Die Strukturen, die von den Wächtern zerstört wurden, werden zu ihrem Untergang führen. Bring die Nanitaufen zu Händlern in den Raumstationen, um sie gegen Baupläne einzutauschen. Okay. Als das Hologramm verschwindet, neigt Apollo seinen Kopf leicht zur Seite, als würde er traurig seufzen. Okay, oder vielleicht war es nur ein Geist in der Maschine. Missionsziele aktualisiert, Geister in der Maschine. Okay, das ist das, was ich eben halt so meine. Wir werden ja mit der Story... Was? Achso. Sammle Nanit 9 von 100. Achso, okay, alles klar, wird uns das sogar noch angezeigt, wie viele Nanit wir sammeln müssen. Meistens haben wir es relativ schnell zusammengekriegt. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden natürlich mit der Story so ein bisschen auch, wie gesagt, es ist ja insofern kein Tutorial, aber wir werden schon so dazu getriezt, so die ganzen Spielmechanismen auszunutzen. Ich sag's jetzt mal so, ich glaube, das trifft's ganz gut. Na, halt so die Portale und dann Niethaufen und sich mit den Aliens anfreunden und so weiter und so fort. Das, wie gesagt, diese Story, die führt eben halt so ein bisschen durch die Spielmechaniken. Finde ich an sich nicht verkehrt.
So, ich solle Nanit sammeln. Kann ich das... Achso, da hinten können wir sammeln. Nanithaufen sammeln, okay. Gut, ich würde aber sagen, an dieser Stelle machen wir erstmal... Da sind auch Nanithaufen drin, oder nicht? Und auch hier schon mal die ersten zwei, drei Mopsen. Ja, dann müssen wir natürlich wieder irgendwas reinschmeißen. Eisen, Iridium, Kohlenstoff. Ja. Ja, das Iridium haben wir natürlich tonnenweise zu Hause. Kohlenstoff können wir noch einigermaßen schnell sammeln. Eisen auch, aber Iridium ist dann immer... Können wir hier Iridium vielleicht... Gibt es hier irgendwo Iridium? Vielleicht mal so aus der Distanz mal... Guck mal, was ist das da oben? Das ist so sillig. Frostkristall, oder? Ja, guck mal, das ist doch Iridium. Da. Das sind doch sillig Frostkristalle. Sprich hier... Wie ist das noch? Chrysonit hieß das doch, ne? Chrysonit? Ja, ist Chrysonit. Das ist ja geil. Dann können wir uns da gleich ein bisschen... Ja, da machen wir. Dann machen wir uns da gleich ein bisschen was fertig. Dann... Ein bisschen Plutonium nehmen wir uns am besten auch gleich noch mit. So. 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 Hier ist auch noch so ein Eisenplacken. So. Das reicht gerade so. Ah. Ja, ja. Könnten natürlich, wollen wir die Kristalle mitnehmen. Ach, guck mal, wenn wir schon mal hier sind. Was soll's. Ich will nur hoffen, dass wir daher genug Platz haben. Naja, geht so. Froschkristalle, Nanithaufen. Gut, die können wir da stacken. Das ist nicht das Problem. Wir haben auch den ganzen Krempel immer noch dabei. Das waren ja eigentlich Sachen, die ich eigentlich zu Hause ablagern wollte. Wir könnten das natürlich auch zum Frachter schicken. Könnte man machen. Das ist Eisen. Also ein Stack können wir auch noch rüberschieben. Ich würde sagen, dann schicken wir doch mal irgendwas rüber, was wir auch konstruktiv stacken können. Ich würde mal sagen Plutonium. Dann haben wir das, haben wir nämlich die 500 Plätze auch gleich ausgenutzt. Machen wir erstmal wieder ein bisschen Platz. So, dann würde ich noch mal sagen, machen wir an dieser Stelle ein kleines Päuschen. Ich werde eine Aufnahmepause ein bisschen Iridium sammeln. Ich werde ein bisschen Kohlenstoff sammeln und was braucht man noch? Eisen. Und ja, dass wir ein bisschen Material haben, um nachher die Nanithaufen einzusammeln. Ich denke mal, ja, das werden wir bei den anderen Nanithaufen auch machen. Beziehungsweise bei diesen anderen, bei diesen anderen Loot-Containern werden wir das sicherlich auch brauchen. Schätze ich mal, aber na, dann habe ich wenigstens das Material mit. Das passt dann schon. Wie dem aus Ei, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein. Und dann gucken wir mal in der nächsten Folge, wie wir dann mit Apollo klarkommen, was das für ein Knilch ist. So ganz geheuer ist er mir nicht. Ich schätze mal, das ist schon ein ordentlicher Baggerloot. Schauen wir mal. Wir werden uns überraschen lassen. Und viel Spaß noch auf meinem Kanal hoffentlich. Und dann sehen wir uns demnächst bei No Man's Sky wieder. Macht es gut. Tschüss.